Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, ihr seht schon, der Weg ist fertig. Und der ist dezent hoch. Er führt komplett über den Berg hier einmal drüber. Dann hier drüben macht er zwei Schlänkchen und geht dann hier hinter diesem einen Hügel runter. Und macht dann hier nochmal eine gerade Turn nach unten und geht dann hier hin. Einfach hier wäre es sich niemals ausgegangen, gescheit anzuschließen. Da habe ich beschlossen, hier mache ich eine scharfe Turn noch. Und dann fährt es. Und ihr seht schon, ich habe hier vorne abgeschlossen. Der Verkehr ist immens, der hier drüber geht. Also im Grunde ist es ja eh nur so ein kleiner Joke, damit wir so mal was auch haben. Eine Hochpassstraße einfach, weil es gibt es ja in echt. Also wollte ich das auch mal durchführen. Im Grunde sollten wir das auch downgraden auf so eine simple Straße hier. Oder das werden wir jetzt auch mal machen. Wir tun die wirklich mal downgraden. Dass es auch wirklich nur noch so eine simple Straße ist. Weil sowas ist es ja eigentlich dann echt auch. In echt sind es nie wirklich so Highways, sondern es sind halt so simple Straßen, die den Berg rauf führen. Und hier zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel, was dann eigentlich nicht mehr geben sollte. Da musst du dann hier mal kurz sagen, jupp. Das muss mal kurz sinken hier. Dann mache ich meinen Pinsel auch mal ein bisschen weg zur Größe, ein bisschen größer. Dann machen wir hier Glättungstool. So. Schauen wir mal, dass das hier so ein bisschen angepasst ist noch. Nicht zu viele Kanten drin, das wäre natürlich schön. Wollen wir in echt ja auch nicht unbedingt, weil Kanten bedeutet, da kann irgendwas mal passieren. Hört, wir glätten meistens das irgendwie noch so ein bisschen ab. Versuchen wir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen anzuglätten. Aber jetzt passt es schon. Natürlich, irgendwann hat man beschlossen, nö, man baut um. Man nimmt sich eine neue Straße und steckt die hier an. Und ihr werdet merken, dass instant die Autos beschließen, nope, ich habe keinen Bock auf dieses Hoch und Runter, mein armes Auto. Die werden den Highway nehmen. Bin mal gespannt, ob in Zukunft noch Autos hier fahren werden, weil ein paar biegen noch ab, wie es scheint. Ich würde gerne sehen, dass sozusagen ein paar sagen, okay, wir fahren den Highway, weil Bock drauf. Und ich würde halt ein paar gerne sehen, die sagen, nö, weißt was, wir nehmen das andere. Aber was wir natürlich auch machen können, um diese Strecke noch ein bisschen designmäßiger, interessanter für die Fahrzeuge zu machen, ist zu sagen, okay, es gibt hier eine Abfahrt, die über den Rücken des Berges führt. Und wenn ich meine Rücken des Berges, meine ich wirklich den Rücken des Berges. Und an dem anderen Berg so ganz leicht vorbei. Der sich dann hier vorne in dem Netzwerk verbindet. Bedeutet, für die ist das gleich dann ein kürzerer Weg. Und somit können wir so ein bisschen, denke ich, auch den Verkehr hier aufleben lassen noch in Zukunft. Wenn sich halt jemand interessiert, dahin zu fahren. Wer weiß, vielleicht muss man dann noch eine andere Attraction da machen, weil es gibt gleich hier keine Anbindung an irgendeinen Verkehr zu einer nächsten Stadt. Das fehlt leider noch, aber man kann halt sagen, okay, ja, es gibt halt verschiedenste Wege, die hier nach dort führen. Und das ist auch alles, was eigentlich das Interessante dran ist, finde ich. Okay, zurück zum Thema. Eigentlich war ja der Plan, warum ich das gemacht habe, weil ich hier eine Busstadt, eine Konstruktionswerkstatt, ein Straßendepot einrichten will. Um diese Stadt zu serven mit einer Busstation auch. Ups, nee, das war jetzt nicht der Plan, sondern ich wollte die Busstation platzieren. Hier. Dafür reißen wir dann das ab. Und hier wird das gleich eine relativ simple Sache, obwohl, nee, wird nicht. Ich lasse hier den Bus so ein bisschen rumfahren. Hier wird eine gleiche Station entstehen.
Und genauso hier vorne nochmal, würde ich sagen. So. Und hier gibt es dann die Strecke. Wir fahren so rum. Ich habe das ja gleich so rum platziert, ne? Ja. Würde die anderen fahren dann hier oben rum. Kommen dann hier zurück. Und fahren da runter. So, damit sollten wir relativ viel der Stadt gesurft haben. Und das ist jetzt Treuenbrietzen. Holla die Waldfee, das ist ein Name. Neue Linie. Treuenbrietzen. Nehmen wir es jetzt einfach mal Bus 1. Kann ich den Namen kopieren? Jawohl, das denkst du. Den nennen wir jetzt so. Und wo ist jetzt dieses T Treuenbrietzen Bus 1? Dann sagen wir jetzt, okay, ihr beginnt hier. Und fahrt dann nach hier. Geht hier außen rum. Und hier, das ist sozusagen die kurze Ortschaftsverbindung 1. Dann kommt eine neue Linie. Die heißt Treuenbrietzen 2. Treuenbrietzen Bus 2, um genau zu sein. Und die wird sagen, okay, wisst ihr was, wir haben hier noch eine Stadtverbindung. Die fährt halt von hier. Hier hoch. Und einmal um die City so ein bisschen rum. So. Und jetzt halt geben wir den beiden natürlich dementsprechend Fahrzeuge. Der oberen geben wir 2, also insgesamt 5 Stück will ich haben. Und für die kleine 5, für die obere 2. Weil natürlich die müssen jetzt dann das aufnehmen, wenn die zum Bus wollen. Bedeutet, nee. Ihr kriegt Treuenbrietzen Bus 2. Wo ist das? Bus 2. Und ihr seid Treuenbrietzen 1. Und schon fahren die Busse los auf ihre Arbeit sozusagen und werden sich der Strecke hier bemächtigen. Schauen wir mal, was da draus passiert. Wir gehen währenddessen, ne, da ist einer unserer TGWs sogar gerade unterwegs. Der hat ein paar Kunden abgeholt, glaube ich. Die machen immer noch Minus, aber scheiß drauf. Wir haben hier ein Straßensystem gebaut, wie von der Hölle. Aber ja, wir gehen jetzt nach hier oben. Nach Ladenburg. Und Ladenburg würde ich in 2 Teile teilen. Und zwar, der eine Teil wird ein Bus von hier aus losfahren und sich um die Strecke hinten kümmern. Die andere wird sich um das ganze Stück hier kümmern. Bedeutet, hier wird auch noch ein kleines Straßenstück hinzugefügt. Was nach hier vorne kommt. So, dann kriegt ihr Gebäude und zwar erstmal einen Bahnhof. Oder wir drehen den einfach um 90 Grad so. Ich will nicht gerne, dass sie sozusagen von A nach B direkt rumspringen können. Da müssen die nicht umgehen. So. Und dann fährt der eine so. Macht die Runde hier. Und der andere fährt hier. Hält einmal hier. Fährt hier vor. Macht einen Kreis. Fährt wieder zurück. Ich glaube, das ist eine ganz gute Strecke. Bedeutet, du fährst hier raus. Fährst nach hier vorne. Hältst hier. Hältst hier. Hältst auch einmal hier und fährst dann so zurück. Der andere hält hier. Hält hier vorne, fährt dann einmal hier komplett außen rum. Und fährt dann die Strecke wieder zurück. Gut. Und wir sind hier in Ladenburg. Bedeutet, wir machen einen neuen Bus. Neue Linie in dem Fall. Wir arbeiten hier den Namen. Und das ist nicht Ladenburg jetzt. Ladenburg Bus 1, wir machen wieder String A und String C, weil wir dann hier sagen, okay, nein, ah. Zum Glück habe ich die Möglichkeit hier. Und dann sagen wir, okay, hier geht's los. Was haben wir jetzt gesagt? Dann fährt er nach hier vorne. Hier drüben. Hier runter, hier rüber, genau, und fährt dann zurück. Das ist Nummer 1. Dann haben wir Ladenburg Bus 2, der von hier aus losfährt. Oh, es gibt irgendein Problem. Irgendwas taugt nicht. Ist
Sehe ich jetzt schon. Was ist das Problem? Zug 1 und Zug 2. Gib mir die Geografie. Ah. Scheiße. Fahr du nochmal, dreh du nochmal um. Ich sehe gerade, was der Fehler war. Dreh du nochmal um. Dreh du auch nochmal um. Kann ich dir bitte sagen, du sollst... Er steht jetzt in der Station. Und dann weise ich der Linie einfach. Linie verwalten. In Siegburg. Nee. 5 zu. Und jetzt kann er hoffentlich rausfahren. Ja. Oh mein Gott. Oh no. Oh doch, geht's aus. Das war das erste Mal, dass ich hier ein Problem mit der Linie kriege. Und sobald der rausfährt, hast du auch genug Passagiere mit? Nope, weil die waren alle wahrscheinlich total lost in dem Moment. Stellen wir wieder von auf 6 um. Der Unterschied ist ja eigentlich, dass sozusagen die Strecke hier ein Problem aufweist. Eigentlich müssten die Gleise viel, viel länger sein, weil jetzt warten die Züge alle hier in Line, um rauszukommen. Das ist bei zu großer Masse, die gleichzeitig ankommt, dann stehen die Züge hier an. Hier steht schon hier der Nächste, hier steht der Nächste. Oh, fuck, doch den... Ich habe jetzt gerade den größten Stau ever verursacht durch die Sache. Jetzt kommt er an. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass hier das System einigermaßen nachläuft noch. Okay, der geht. Als nächstes kommt der nächste Railjet, glaube ich. Yep. Er fährt aber schon los, bedeutet... Ah, es wird. Es löst sich langsam auf. Das Problem haben wir bald wieder in der Tasche. Solange nicht jetzt gleich wieder ein Railjet irgendwo beiballert, sollte es noch alles überleben. Ah, genau. Okay, zurück zum Thema. Wir haben die zwei Linien gemacht. Bedeutet, wir brauchen jetzt dafür auch jeweils, sagen wir mal, 3 Busse gleich sollten für beides reichen. Nehmen wir jetzt hier mal die E-Statrons. Dann nehmen wir davon aber bitte schon 8. Na, bleiben wir bei 6 Stück fürs Erste. Jeder, der 2 Linien kriegt, Blitzen. Ne, wie hieß die Stadt da drüben jetzt? Ladenburg Bus 1, genau. Und Ladenburg Bus. Das muss ich wieder finden. So. Jetzt sind die E-Cetrons unterwegs. Elektrische Busse. Sollte die Lautstärke und die Emission eigentlich verringern, glaube ich. Aber sie nutzen auch die Außenrumfahrstrecke natürlich. Ist auch besser für Elektroautos. Die Strecke, glaube ich, wäre ein Horror. Aber man merkt, wie ruhig die Strecke geworden ist seitdem, ne? Wahnsinn. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, wir machen hier einen kleinen Überfurt oder sowas. Eine kleine Brücke. Und dann sollte sich das eigentlich anpassen. Das interessiert mich jetzt. Was ist, wenn ich sage, okay, wirklich, ich will hier eine Brücke hinbauen. Ich will natürlich so eine... Billigbrücke designen. Und dann geht es von hier sozusagen einfach nach hier drüben. Das wäre jetzt sozusagen ein schneller Zuganschluss, wenn du es so siehst, ne?
Okay, eigentlich muss ich natürlich dann schon die kleine Landstraße verwenden. Beziehungsweise in dem Fall, damit natürlich das auch ein bisschen lockt, muss ich die normalen Straßen auf kleine Landstraßen upgraden. Dann lockt es auch dementsprechend. Wir tun vieles ein bisschen umbauen einfach. Obwohl, dann werden sie wahrscheinlich eher die Strecke hier nutzen. Denke ich mal, weil einfach du nach da drüben kommst. Ah, dann nutzt der erste schon die Strecke. Pass auf. Den verfolgen wir jetzt. Warenfabrik. Der Vorteil ist, je mehr wir natürlich auch anschließen, desto mehr passiert hier auch. Schauen wir mal und. Oh, er biegt ab. Was ist denn? Das Auto hat mich. Ich habe schon seit langem nicht mehr die Autos hier angeguckt. Hey. Hey, ja. Servus. Ziel ist es in der Baujahr 90. Alter, wir sind schon 92. Und wir fahren trotzdem noch mit TGVs. Was heißt denn das über unsere Strecke hier bitte? Ah, die machen mittlerweile auch ganz schön ordentlich Plus. Finanzmäßig, holy shit. Das ist schon beachtlich, ne? Hier mittlerweile auch die Busse schon unterwegs. Die machen ordentlich Plus. Also sie werden auf jeden Fall ordentlich Plus machen. Die müssen sich natürlich erstmal einfahren, aber holy shit. Sage ich nur dazu. Holy shit. Hey, müsste der TGV ja hier. Oder ist der gerade woanders hingefahren? Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall viel, viel geschafft. Ich mach mal auf unsere Haupt. Ah, ne, guck, da kommt er jetzt. Versuchen TGV zu erwischen, wenn du in dreimal vorspulen bist. Ah, geschafft. Nur 90. Aber ist immerhin etwas. 15 Millionen. Ich finde es immer noch brutal. Wie viel ist es? Jetzt hat er schon wieder 7 Millionen gemacht. Das ist ein neuer Rekordumsatz von 30. Der hat 30 Millionen eingenommen. Und der Monat ist noch nicht mal rum. Wollen wir verarschen? Ah, der fährt auch schon eine Zeit. Kann es sein, die Jahre verfliegen hier wie sonst sowas? Aber warum sind wir 92 und er sagt hier was von 93? Leute, ihr seid im falschen Jahrhundert, kann das sein? Ein paar nutzen aber auch jetzt die Strecken hier, lustigerweise. Es fahren noch ein paar alte Dieselautos, oh mein Gott, cool. Aber keinen interessiert es natürlich, die spezielle Straße hier zu verwenden, die ich designt habe. Also der TGV, da bin ich jetzt gespannt, der wird jetzt hoffentlich nochmal ordentlich Plus machen. 3 Millionen nochmal oben drauf, jawohl. Alter, das ist wieder eine der lukrativsten Strecken, die ich designt habe. Ja, klar. Wie viel warten hier? Hier warten massenhaft Leute. Der Bahnhof ist der Obershit. Ich finde es ja geil, dass für Fernverkehr 2 so viele warten. Warum warten für Fernverkehr 2 so viele Leute? Das, was ich aktuell nicht verstehe. Aber hier ist halt dementsprechend auch deren eigener Zug. Tja, es ist fast keiner drin. Eigentlich müsste ich ja sagen, okay, ich tue Fernverkehr 2 noch einen Zug hinzufügen zum Beispiel. Ah, da fahren ja, glaube ich, schon voll viele, oder? Wenn wir gucken, Fernverkehr, wo ist es denn? Fernverkehr 2, da fahren 4 Stück von denen. Und die sind alle schlecht oder mittelmäßig. Dann tauschen wir die doch jetzt aus. Aktuell ist es nicht gleich so ein simpler Zug. Wenn wir gucken, das sind ja aktuell die Dinge hier, nur die Deluxe. Die haben eine Kapazität von 192 elektrisch und fahren 200. Nicht so toll. Kapazität von 162. Wie lang bist du? Okay, wir ersetzen dich gegen die ICEs. Höhere Geschwindigkeit sollte hoffentlich hier zum Erfolg führen.
Schauen wir mal. Der Zug wird natürlich wahrscheinlich instant vollgepumpt, wie sonst sowas. TGV kommt daneben. ICE und TGV an einer Station. Der TGV ist viel kürzer. Und da ist der nächste ICE schon da. What? Natürlich in der Geschwindigkeit wird wahrscheinlich der Bahnhof leer werden. Das ist natürlich jetzt ein anderes Speed. Jetzt kommt der Dualstock noch rein. Dann seine Dualstock, ja, das ist jetzt sozusagen wie der Fernverkehr 1, der hier rumdübbelt. Aber Wahnsinn, wie sich das, wie massenweise Züge jetzt rumbrettern. Jetzt muss der TGV warten. Wollte mich verarschen, aber der hat wenigstens eine gute Beschleunigung. Holy shit, aber das muss lassen. Wir haben viel geschafft. Viel, viel geschafft. Wo sind unsere Menschen? Hier. Seid ihr nicht mal anders aus? Punktezahl 45. Assets. Nicht Millionen, Milliarden. Liquidität. Ich hätte gerne mal das Diagramm, weil... Was sind die roten Zahlen? Der Wert, der steigt. Gleise. Der Rest ist so wenig geschrieben. Elektrisch ist natürlich instant dann hochgekommen. Die Städte. Die Bevölkerung. Wahnsinn. Finanzen? Ja, kann man nichts sagen. Die Ausgaben sind minimal. Also echt minimal eigentlich. Wir können uns was leihen, aber wir zahlen es halt instant zurück. Das bringt sich natürlich auch nichts. So, was können wir denn hier Schönes gucken? Wir haben insgesamt Straßenfahrzeuge 160 am Laufen, Trams 13, Züge 21, Schiffe 4, Flugzeuge 12. 160 Fahrzeuge. Was? Höchstgeschwindigkeiten sind 850 km/h, Flugzeug, ja okay. Bei Schienen sind es 300, mit dem TGV haben wir das erreicht. Die maximale Länge eines Zugs sind 315 Meter, das älteste Fahrzeug ist 94 Jahre alt. Respekt daran. Gleise gesamt 164 Kilometer. Gleise elektrifiziert, ja, dieselbe Strecke natürlich. Hochgeschwindigkeitsgleise ein bisschen weniger, weil die Bahnhöfe abgezogen werden in dem Fall. Brücken 6 Kilometer und Tunnel 8 Kilometer. Transportierte Güter über 400.000. Transportierte Personen insgesamt über 100.000. In den letzten Monaten ein paar tausend. Anzahl der Linien 62. Unterschiedliche Gütertypen transportiert. 8. Holla die Waldfee. Unser Wert ist 11 Milliarden 692 Millionen. Und unser Gebäude steigt schon wieder auf. Ich weiß nicht, es kann sich irgendwie nicht entscheiden, was es sein will am Ende, ne? Aber Leute, ich würde sagen, ja, es ist eine der längsten Folgen bis jetzt. Doch wir haben wirklich viel geschafft. Von oben schauen, wir haben eigentlich alles verkabelt, was es geht. Klar, wir können jetzt auch in den Güterbereich gehen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie wir jetzt hier noch... Also, mein Problem wird, mir wird es ein bisschen zu stressig. Im Sinne von... Ich hab es gelesen, wir haben 200 Fahrzeuge, die begutachtet werden müssen, die auf den Stand gehalten werden müssen. Wir sind schon im Jahr 2094. Es sind jetzt zwar nicht viele Folgen, die wir insgesamt hatten am Ende. Aber ich finde, es reicht vollkommen aus, um euch das Spiel zu zeigen und zu zeigen, was alles doch möglich ist in diesem Spiel. Wir haben viele interessante Sachen gemacht, nette kleine Brücken, von großen Brücken mit Schienenabfahrten und großen Zügen, die von A nach B hier pendeln und den Verkehr regeln, haben wir, finde ich, einiges gemeistert. Wir haben Flugzeuge in Massen angewendet, wenn wir uns das angucken. Hier fliegen und starten Flugzeuge, also landen und starten Flugzeuge im Minutentakt, wenn nicht sogar im halben Minutentakt. Wir sehen schon, hier geht der nächste Flugzeug an den Start. Hier geht das nächste Flugzeug an den Start. Und es will schon wieder eins landen. Also, ihr müsst euch einfach mal geben, was wir geschafft haben in dieser ja doch relativ kurzen Zeit. Deswegen würde ich sagen, beenden wir dieses Let's Play an diesem Stand. Wir haben echt viel erreicht. Eine der wenigen Orte, die wir nicht mit Bussen versorgt haben, war hier unten. Wir haben so gut wie jede Stadt, oder wir haben jede Stadt angebunden an unser Netzwerk. Wir haben eigentlich jede Stadt mit dem Bus versorgt, außer diese Stadt hier unten, die euch vielleicht ein bisschen übersehen.
wir haben uns mit Gütern beschäftigt, wir haben uns mit Flugzeugen beschäftigt, wir haben komplexe Transportsysteme aufgebaut. Ich wette, es gibt komplexere, aber für meinen Geschmack ist es komplex genug, wenn ich mit einem Flugzeug von A nach B fliege, um Öl zu transportieren. Wir haben eigentlich so gut wie jede Stadt... Ach, guck mal, hier ist noch eine Stadt, die wir nicht mit dem Bus wirklich versorgt haben, oder? Ja, da wollten wir gleich mit Straßenbahn anfangen, genau. Aber ich finde, wir haben ordentlich was geschafft. Ich glaube, ich konnte euch auch das Spiel relativ gut zeigen, was alles möglich ist. Und wir haben auch echt viel geschafft. Also ich bin echt stolz auf unsere Leistung in diesem Let's Play. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier angucken können... was können wir angucken? Emissionen. Will man wissen, was für Emissionen wir haben? Der Flughafen ist des Todes. Wir sehen aber, wir haben echt massenweise an Lärm, der hier auch rumgeht. Wir können auch natürlich hier mal reingucken. Der Verkehr ist natürlich dementsprechend, wenn wir hier gucken, hier werden 1000 Leute transportiert auf dieser Schienenstrecke. 1000. Weil es natürlich auch der Hauptabgang von hier ist. Hier geht es hoch und runter. Die Autobahnen selber hier fahren immer 12 Fahrzeuge zwischendurch. Und je mehr man hier rumguckt, desto mehr werden es natürlich. Wir haben echt viel, viel geschafft. Ich weiß gar nicht, wie die Städte jetzt zum Beispiel hier sind. Hier sind sehr wertvolle Gebäude zwischendurch. Die Industrie, ja, ist jetzt nicht das Wertvollste. Das war eher so Planstadt hier jetzt auch. Die Planstadt ist so eine der, ich würde sagen, wertvollsten Städte, die wir haben. Überlastete Gebäude gibt es hier zwischendurch auch mal. Das muss man leider zugeben. Es ist nicht perfekt geworden. Aber ich finde, wir haben ordentlich was hingelegt. Was ist das denn? Schiffbare Gewässer. Ah, okay. Aber ich finde, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch das Spiel gut vorbringen, was es für Möglichkeiten gibt. Allein schon die Passstraße ist natürlich ein ganz anderes Level an Scheiße bauen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch für Projekte in Zukunft wünscht. Dark Souls 3 wurde sich ja schon bereits gewünscht. Und an das werde ich mich jetzt wahrscheinlich auch dran setzen. Zwar nicht mit 3 Videos die Woche, aber wahrscheinlich mit 2. Oder schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Ich bin nicht der größte Kampfmeister dieser Erde. Von daher werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr die ganzen Serien mitverfolgt habt oder diese Serie mitverfolgt habt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne in Zukunft von mir sehen würdet oder womit was ich mich auseinandersetzen sollte. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder oder auch bei Sky Factory 4. Schaut mal vorbei, da sind wir auch mittendrin in der Revolution. Also, bis dann. Ciao.